Die Firma Marantz steht vor einer kompletten Neuausrichtung seiner gesamten HiFi-Geräte. Und die ersten Vertreter dieser ganz neuen Generation habe ich heute für euch dabei. Seid gespannt. Ich habe euch heute hier zwei brandneue Marantz-Geräte mitgebracht, die stellvertretend für die neue Technik- und Designausrichtung von Marantz stehen, nämlich den neuen Vollverstärker Model 30 und den CD-SACD-Netzwerkplayer SACD30. Die gucken wir uns im Video ganz genau von allen Seiten an, was die Optik anbelangt, natürlich genau auch die Verarbeitung. Ich zeige euch, was ihr daran anschließen könnt. Wir werfen natürlich einen genauen Blick auf die Klangqualität, die App-Bedienung und zum Schluss habe ich noch eine Besonderheit für euch. Ja, direkt nach dem Auspacken, das finde ich schon mal sehr schön, ist das Zubehör nicht wahllos in irgendwelchen Nischen vom Styropor verstreut, sondern es gibt eine richtige separate Zubehörbox. Die machen wir mal auf. Und da sehen wir nämlich dann auch alles, was dabei ist. Den Quick Start Guide, also die Kurzanleitung, wie man Spotify und Streamingdienste nutzen kann. Die Bluetooth-Antennen, die wir hier sehen, für WLAN natürlich gedacht. Und eine mega schöne Fernbedienung, die ich euch gleich nochmal im Detail zeige, die schön verarbeitet ist. Batterien natürlich für die Fernbedienung und System- und Verbindungskabel. Die Fernbedienung ist zur Steuerung beider Geräte ausgelegt. Das heißt, im oberen Bereich seht ihr noch getrennte Funktionen für das Einschalten des Streamers und des Vollverstärkers. Eingangswahl am Streamer und hier natürlich die Navigationstasten, wenn man in Menüs navigiert. Hier in der Mitte die Grundfunktion für den Vollverstärker, laut, leise, Quellwahl, Stummschalten. Also eine sehr schicke und übersichtlich gemachte Fernsteuerung. Ja, schaut euch diese Optik an, das ganz neue Marantz Design. Ihr habt es im Netz vielleicht schon in einigen Posts gesehen, aber jetzt wirklich mal bewegt und live, das ist cool. Da sind Retro-Elemente drin, das sieht super schick aus, trotzdem modern und schlicht, also rundherum gelungen. So, hier steht die Kombi ausgepackt, übereinander gestellt und schon mal angeschlossen bereit. Das, was ich eben schon gesagt habe, setzt sich fort. Die Verarbeitung ist fantastisch, also auch wenn ich hier die Quellen durchwähle, das ist alles super satt, super solide. Man hört die klickenden Relais. Hier ist der Eingangswähler, den wir ja schon gesehen haben. Hier können wir dann die Impedanzanpassung für MC-Systeme machen, Tonabnehmer oder eben auf MM für Magnet umschalten. Klangregelung, Bass, Höhen, Balance und Lautstärke. Und natürlich der Kopfhöreranschluss ist vorne. Der Streamer hat ein paar mehr Funktionen, das heißt neben dem Ein- und Ausschalter habe ich hier Navigationstasten. Hier kann ich den Eingang wählen, also welchen Anschluss möchte ich benutzen, USB, Bluetooth, möchte ich CD spielen, USB, DAC, Coax-Eingänge. Die Anschlüsse dazu zeige ich euch ja gleich noch auf der Rückseite. Dann haben wir auch hier einen Kopfhöreranschluss, Kopfhörerlautstärke, weitere Navigationstasten und jetzt geht's auf die Rückseite. Hier sehen wir links und rechts oben in den Ecken die Schraubverbindung für die mitgelieferten WLAN- und Bluetooth-Antennen. Dann haben wir hier natürlich den USB-Anschluss für Speichermedien, den LAN-Anschluss, optischen und koaxialen direkten Digitalausgang, dann die Anschlüsse für zum Beispiel Desktop- oder Laptop-PCs. Und, das ist interessant, eben auch Koax und optische Eingänge. Da könnt ihr zum Beispiel euren Fernseher anschließen, den Ton natürlich deutlich verbessern damit. Dann im unteren Bereich die festen und variablen Ausgänge. Fest für weitere Vollverstärker, wie unser Model 30, was ich euch gleich unten noch zeige. Oder variabel zum Beispiel für aktive Lautsprecher oder Endstufen. Dann haben wir hier noch einige Dinge für die Fernbedienungssteuerung, für externe Fernbedienungssensoren oder ähnliches und natürlich den Netzanschluss. Im Vollverstärker ist es relativ einfach zu beschreiben. Da haben wir einmal den Phono-Anschluss unten mit der dicken Erdungsklemme. Auch wie das obere Gerät super schön und solide verarbeitet, fasst sich also alles super toll und wackelfrei an. Dann haben wir hier den Hochpegeleingang für CD, weitere Hochpegeleingänge und was ich sehr praktisch finde, den Power Amp Innenanschluss. Damit könnt ihr ihn zum Beispiel mit einem Heimkino-Receiver verbinden, wenn er die Stereo-Wiedergabe übernehmen soll. Und der Hammer sind diese super soliden Anschlussklemmen mit dieser Kupferbeschichtung.
für die Lautsprecher. Und dann finden wir hier auch noch den Netzanschluss und eben auch hier wieder Steuerungsmöglichkeit für Fernsteuerung, wenn Infrarotaugen verdeckt sind und ähnliches. Ja, super ausgestattet. Die App für den CD-Streamer, das ist die Heos-App, da werfen wir mal einen Blick rein. Hier seht ihr gleich nach dem Start der App die Inhalte, die ihr da drin verwalten könnt. Er sucht jetzt unser Gerät und findet dann eben auch gleich unmittelbar den SA-CD30. Hier seht ihr die Musikinhalte, also Spotify, Amazon Music HD, Deezer, Napster, Tidal, Soundcloud, die wichtigsten sind also an Bord. Und hier könnt ihr dann zum Beispiel auch auf euren Musikserver oder links unter Tidal seht ihr das oder rechts USB-Quellen wie angeschlossene Sticks und Festplatten verwalten. Beim Musikserver zeige ich mal, wie schnell das geht. Hier ist ja immer noch unser AVM-Fritz-Server. Einige von euch, die unsere Videos gesehen haben zur Audio, sehen, dass ich den öfter mal benutze. Hier gehen wir mal auf Interpreten. Da sehen wir dann schon das Musikstück, was ursprünglich von AVM ja auch bei der Fritzbox serienmäßig drauf ist. Und man kann es dann eben einfach wiedergeben. Ich mache das erstmal nicht. Also so toll finde ich das Musikstück nur auch nicht. Aber das geht alles flüssig, das geht alles schnell. Das wollte ich euch damit mal zeigen. Ein kleiner Tipp noch zu den Radiosendern. Das ist der Internetradiodienst TuneIn, den wir rechts oben sehen. Da gehen wir auch mal rein. Suchen jetzt zum Beispiel einfach mal über Suchen Sender. Ich suche hier mal einen aus Schleswig-Holstein, der mir gerade einfällt. So, da ist er schon, den RSH, den könnte ich jetzt anklicken und jetzt könnte ich ihn zum Beispiel zu den Favoriten hinzufügen. Das mache ich mal. Gehe jetzt mal zurück in das Ursprungsmenü. So, und dann seht ihr gleich, wenn ich rechts unten Favoriten klicke, da sind eben meine Stationstasten ganz an Stelle Nummer 9. Ganz zum Schluss ist der RSH auch zu sehen. Also super easy. Und diese Heos-Favoriten könnt ihr nachher auch übrigens mit der Fernsteuerung durchzeppen. Also sowas richtig Schönes, Analoges von der Bedienung. Die App funktioniert also reibungslos, schnell und ist übersichtlich. Tolle Geschichte. Gleich beginnt für mich der Hörspaß. Ich hoffe, es wird ein Hörspaß. Ganz kurz fasse ich einmal die Technologien beider Geräte zusammen. Also Model 30, das ist der Vollverstärker mit grundsätzlich neuer technischer Ausrichtung. Zwei Netzteile an Bord, analoger Eingang, sehr hochwertiger Phono-Vorverstärker für Magnet- und Moving-Coil-Tonabnehmersysteme. Das zweite ist der SA-CD30, ein kombinierter Netzwerk- und CD-Spieler, der aber auch die SA-CD spielt, was ich auch gleich ausprobieren werde. Besitzt einen hochauflösenden DAC für externe Quellen mit digitalen Ausgängen, zum Beispiel Fernseher. Er kann verlustfreies Audio-Stream machen von MP3 bis DSD, alle wichtigen Tonformate. Ihr könnt Sticks, Festplatten, ihr könnt Musikserver damit abspielen. Also alles, was das Herz begehrt und das eben in möglichst guter Qualität. Ich hatte das Vergnügen, die Geräte mir in Ruhe anzuhören. Ich habe auch noch SA-CDs gefunden. Ihr habt bestimmt teilweise auch noch welche in eurer Sammlung. Einmal die Pink Floyd, Dark Side of the Moon habe ich genommen und Frankie Goes to Hollywood, so einige schwirrten doch noch rum und Dire Straits war auch mit dabei. Das, was mir sofort aufgefallen ist, es ist anders. Ihr kennt Marantz, die klingen normalerweise immer mit einem Hauch Wärme drin. Es ist immer rund, es ist immer musikalisch. Was mir hier auffiel, es ist die gleiche Musikalität drin, aber das Klangbild explodiert vor Frische. Es steht alles am richtigen Platz, je nach Aufnahme, über die Lautsprecher hinausragend, innerhalb der Lautsprecher, aber mit einer Präzision, wie ich es bisher noch nicht gehört habe. Also die neue Technik beim Verstärker, das kann man schon so sagen, mit der Kraft der zwei Herzen, das funktioniert einzigartig. Marantz Produkte könnt ihr hier bei uns in Hamburg live erleben und natürlich auch in unserem Webshop thomas-elektronik.de. Die Links zu den Produkten findet ihr direkt in der Infobox unter dem Video. Für eine herstellerunabhängige Kaufberatung sind wir gerne persönlich oder per E-Mail oder Telefon für euch da.
Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über ein Like von euch freuen. Abonniert gerne unseren Kanal und falls ihr das gemacht habt, klickt einfach die Glocke an, dann erhaltet ihr immer frische Infos zu neuen Videos von uns. In dem Sinne möchte ich mich fast schon verabschieden. Gleich blicken wir ja noch ein wenig in die Innenwelt der Geräte hinein. Aber bis dahin sage ich erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Euer Thomas Orlowski von Thomas Elektronik aus Hamburg. Als erstes schauen wir uns mal das Innenleben des Vollverstärkers an. Ja, und da offenbart sich nämlich tatsächlich schon die neue technologische Ausrichtung. Wir haben hier einmal den Bereich der Vorstufe mit der HDRM-Technik von Marantz auf höchste Verzerrungsarmut getrimmt. Und das hier, dieser Topf, das ist quasi der Ringkerntrafo, der nur die Vorstufe versorgt. So, die Endstufe, die sehen wir hier, wobei rechter und linker Kanal schön durch diese Kupferplatte getrennt sind, um gegenseitige Beeinflussung schon mal zu minimieren. Und hier in diesem Bereich, da haben wir quasi das Netzteil für die Schaltverstärker. Jawohl, Marantz verwendet jetzt hier Schaltverstärker mit Ringkern, Trafo, versorgter Vorstufe. Nun folgt der Blick in den Streamer. Und hier sehen wir auch wieder sehr schön die Sektionen des Gerätes. Hier oben gleich das Streaming-Modul. Direkt darunter die ganze Digital-, also die DAC-Abteilung. Hier der richtig fette Ringkern-Trafo für die Stromversorgung. Hier haben wir das ganze analoge Ausgangsboard. In der Mitte thront natürlich das CD-SACD-Laufwerk. Also sehr übersichtlich und professionell aufgebaut.